bevor mir einer reinschreibt, ich weiß, dass UFO auch mal das ein oder andere satanistische Zeichen auf der Bühne zeigt, das ist nur Promo. It's not that deep, bro. Sound okay bei euch? Bei mir ist er laut genug. Ja, sitze PJ. Okay. Das ist, by the way, Moment mal, der Brill hier unten, den sieht man nur ganz leicht, wenn meine Cam über dem ist. Das ist Xetra Beats, heißt der so, der, wir sind ein Match, der den Beat gemacht hat, der den TikTok-Beat gemacht hat. Das ist der einfach, der ist dadurch so krass gepoppt, ne? Lucid, ja, Lucid ist das, nicht Xetra. Oh, Digga, wie komm ich auf Xetra? Xetra ist ein komplett anderer. Zwei Männer am Kochen, so sieht das Ganze hier aus. Und da sind die Brills. Hier findet später das Konzert statt und hier ist einfach Opernmusik. Jetzt habe ich alles gehört. Bro ist am Gucken auf Opernmusik. Wir sind heute hier in Hamburg bei einem UFO-Konzert. Der Hamburg? Hat mich eingeladen. Danke an UFO. Ich bin ein sehr, sehr großer UFO-Fan. Same. Ich werde Ihnen sagen, ich bin ein Berliner, mein Freund. Meint ihr, ich werde auch irgendwann mal eingeladen? Digga, das wäre zu crazy. Backstage-Vlog bei UFO 361. Ich habe euch ein paar Einblicke von dem Ganzen hier. Frag mich, was für ein Saft? Orangensaft. Turn up. Ich habe das mal in irgendeinem Podcast mitbekommen, ne? Dieses Game von also was die so Backstage machen, ne? Das ist übelst krass, dass da manche Leute so Anfragen stellen, dass sie diesen Pre-Showroom komplett schwarz streichen sollen und dass sie das dann machen oder dass da eine ganz bestimmte Couch stehen muss und sowas. So manche Künstler, ist ja auch verständlich, Bro, das sind Künstler, künstliche Personen, ich sag da gar nichts zu, aber, also ich respektiere das alles nur, aber dass da teilweise Leute so kranke Anfragen stellen für nur eine Show. Und dass die ansonsten einfach nicht auftreten, das ist so krass. Das Ding hier hinten wird gleich zerstört, damit ihr Bescheid wisst. Das mein lieben Freunde ist, nur wenn sein Muskel ist. Dann muss man auf die Transitions achten, Bro. Okay. Ich glaube, und dann gibt's halt so... Was ist denn für Musik? Sonst performen da manche nicht, ja. Wie heißt er nochmal? Das ist doch Borja, ne? Den kennt man von TikTok. Er macht immer diese Opium-Memes. Ich weiß nicht, ob er, also ich glaube, er wird Borja ausgesprochen, weil der ist, soweit ich weiß, UK-Guy oder so. Nein! Digga, das geht einfach schon eine halbe Stunde so. Wie sind die Jacken von Borja? Ich denke mir so, Digga, was hat der da für eklige Scheiße in der Tasche? Und so raus, Bro. Nicht nachmachen zu Hause, Chat. Stell dir mal vor, du gehst als, so diese Locations gehören ja auch immer irgendwem. Und du gehst als Putzkolonne danach da rein, Bro. So crazy, ne? Guck mal, er weiß ganz genau, das gibt so Ärger, ne? Das wird so Stress geben. Ist für ein Musikvideo? Ja, ich denke auch, oder? Also ich hätte jetzt... Ist es bestätigt, dass für ein Musikvideo ist? Ich hätte eher gedacht, dass es für Dings Foto, also für Shooting oder sowas ist. Rohan weiß gar nicht, was er machen soll. Guck mal. Er kriegt doch so geile Arme hier gerade auf einmal. Yeah, Bro.
Ich dachte, das ist ein Rage Room, aber so Backstage ist crazy. Du bist Bescheid. Wisst ihr, was ich aber krass finde? So ein UFO. UFO ist ja, also UFO war ja früher, so Leute, die sich jetzt nicht mit dem auseinandergesetzt haben, UFO war früher wirklich Straße. Der hat ja auch früher, ne, war ein Machenschaften für ihr Kind und alles. Eigentlich hätte ich gedacht, dass der so Day Ones hat, mit denen der, egal auf was für eine Show ist, so vorher chillt. Aber das sind ja alles Leute, die jetzt da gerade gechillt haben. Das sind ja nicht seine Day Ones, wisst ihr? Das ist so, wenn ich UFO wäre, hätte ich gedacht, würde ich da mit Bobo chillen. Meint ihr, die haben da keinen Bock drauf? Oder meint ihr, die haben so eine Person wie UFO, hat einfach niemand mehr, die der so krass vertraut? Wisst ihr, was ich meine? Heute hier in Hamburg, auf mal Live-Tour, Edel Optics Arena. Safe kein Bock, andere Wave, beides. Ich weiß nicht, Bro. Also, ich hoffe, dass wenn ich das soweit schaffe oder dass ein Kollege von mir das soweit schafft, dass ich dann auch noch Bock drauf habe. Vielleicht in Berlin, ja, okay. Diese Porsche-Jacks übrigens crazy. Wir sind hier, gleich geht's los. Es läuft Opernmusik, meine lieben Freunde. Das wäre so richtig hier. Digga, das Ding sieht auch so geisteskrank aus. Sein Bühnending, das sieht so heftig aus. Geisteskrank. Ja, das ist echt cool geworden. An dem Bruder. Der Start ist auch sehr cool bei der Show. Alle, die noch nicht gesehen haben, der Start von der Show ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr cool geworden. Da sieht man das ein bisschen. Und ist ja auch ein bisschen bei mir im Vlog drin. So krass. Das ist wirklich so ein gutes Gefühl gewesen, als wir da standen, Bricky, sag ich ehrlich. Aber sagt ihr, es ist cool, so Backstage zu chillen? Guck mal, er kriegt die Show ja nur von der Seite mit. Klar, er wird eingeladen. Jeder wird hingehen. Aber ist es cool, Backstage oder im VIP zu chillen? Oder ist es cool in der Crowd? Ich frage mich auch immer, wer holt sich bei sowas, wenn man jetzt nicht vielleicht gerade mit seiner Freundin einen Entspannten da haben möchte an dem Abend, VIP-Tickets. Ich gehe doch dahin, um so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Crowd viel geiler, ja. Lame, weil keine Mosch spezial, denke ich mir auch. Guck mal, da oben, Bro. Da unten geht's übel ab, aber wer steht denn da oben? Was geht da? Guck mal, die hängen da alle so, ja, wir filmen das für unsere Instagram-Story, ja, Mann. Digga, da oben geht gar nichts. Dass er dann mit so einer Lederjacke auftritt, ist auch crazy, ne? Das muss so heiß sein da oben eigentlich. Boah, Digga, da geht's richtig ab. Was ist denn jetzt los?
Hamburg, geht's euch gut? Hot Take, sag ich, das Lied, auch wenn der Beat cool ist, ist es eines der schwächsten UFO-Songs. Also Match V3 oder V2 oder wie das heißt. Ich weiß, dass richtig viele das fühlen, aber ich fühle das irgendwie nicht so. TikTok hat das kaputt gemacht, sage ich. Nur durch TikTok ist das überhaupt groß geworden. Die haben das Marketing komplett gut durchgespielt bei dem Song. Mit den TikTok-Sounds und UFO kommentiert und so, aber ich hab's, also in echt live war das sehr cool, aber so, ich habe mir das, glaube ich, noch nie zu Ende angehört, als ich das so auf Kopfhörern gehört habe. Surf bei TikTok gewesen, ja, fühl dich. Aber so werden Songs heutzutage groß. Ich sag ehrlich, Ice Spice wäre ohne TikTok niemals gepoppt, Real Talk. Und ohne Bricky, ja, Fact. Kam dir die? Oh, Paradies ist so ein Banger, ne? Paradies ist so ein Banger. Muss man einfach sagen. Aber kann es sein, dass die Halle ein bisschen klein ist? Also oben stehen relativ viele, aber unten, das sieht übelst nach einer kleinen Crowd aus irgendwie. Also es ist voll, aber die Halle sieht einfach klein aus. Checkt ihr, was ich meine? In Köln war es viel größer. Geisteskrank, alles auseinandergenommen. Digga, guck dir mal diesen Fernseher an. Das war mal ein Fernseher. Ist breit? Ja, okay. Perfekt. Ich weiß auch nicht warum. Der Typ, für mich wird der immer dieses Opium-Meme verkörpern. War schon so ein Bot. Ich liebe den Typ wirklich. Loki auch nur wegen diesem Opium-Ding gepoppt, aber trotzdem cool. Oh, das ist ein cooler Shot, das ist ein sehr cooler Shot. Bei sowas noch eine Zugabe ist crazy. Ich bin schon dead body rauer. Und ich hab mir das Ganze nur angeguckt. Stimmt, die gehen auch immer auf die Bühne. Ist Rohat mitgekommen? Stell dir vor, einfach du gehst auf UFO-Konzert. Auf einmal Rohat geht auf die Bühne. Der macht so ein paar Moves da. Herr Rin? Nein, Spaß.
Ja, warte, in Berlin ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Hey, keiner ruft Zugabe? In Köln haben alle Zugabe gerufen, bis der rausgekommen ist. Weißt du noch, Bricky? Ich sag ehrlich, wenn ich rot wäre, würde ich fragen, ob ich einen mit nach Hause gehen nehmen darf. Ich weiß nicht, ob das jetzt weird kommt, wenn ich das öffentlich im Internet sage, aber ich bin jedes Jahr um Weihnachten rum, also kurz davor, mir so ein ferngesteuertes Auto zu kaufen. Diese Offroad-Dinger, die man auch draußen fahren kann, die so übelst krank sind. Aber die kosten auch mal voll viel. Aber ich will mir trotzdem einen holen vielleicht. Da war Zugabe? Ah, okay. Wir sind gelandet in Berlin. Gestern waren wir in Hornburg. Heute ist die Show in Berlin. Wir sind hier mit den Boys. Berlin wird abgerissen. Berlin? UFO verbindet man mit Berlin. Berlin, UFO. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wir nehmen uns wieder mit. Ihr wisst Bescheid. Erkennt man so heftig meinen Laufstil? Mann, ja. Bruder, Rohat Walk ist realer als Edi Walk, sag ich so, wie es ist. Weil ich laufe wie so ein Baby, Alter. Hey, 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 oh, guter Call aber Starbucks. Maybe Geschäftsausgabe auf den. Dicker, was los mit Rohat hier am Start, Dicker? Ah, er geht auf die Bühne sogar. Ah, der ist jetzt nur Backstage da. Der Pate kann mir, also wirklich, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, der Pate, Top 3 Deutschrap-Songs all time. Auch die Zeit damals, Bro, was war das, 2016, 2017 oder so, wann der rausgekommen ist, ich gerade frisch auf Klassenfahrt in Paris, first time in Paris, man. Die Halle sieht krass aus, Mann. Pass auf, wenn du liebst, wenn Pass auf, wenn du liebst. Immer noch Gänsehaut, wenn ich das höre. Ich weiß noch damals, als 4.30 Uhr rausgekommen ist, war es 4.30 Uhr, war das Lockdown oder war 4.30 Uhr noch vor Lockdown? Weil das ist ja selbes Album. Ich weiß noch auf jeden Fall, das war in den Sommerferien oder so. Und da habe ich das so oft so spät. Kennt ihr das so damals in den Sommerferien noch so zu Hause gechillt, immer bis 4.30 Uhr in den Fortnite-Lobbys gehangen? Bro, ich habe das so oft mit Stories gemacht. Nee, ihr wisst gar nicht. Digga, das war der Beat zu laut. Die stehen aber auch wirklich neben den Boxen direkt, ne? UFO hat so geistig viele Banger. Naja, das sind Facts. Digga, UFO, es gab, Chat, man vergisst das, aber es gab Zeiten, in denen UFO einfach in einem Jahr 2-3 Alben gedroppt hat. Und da waren wenig Misses bei.
Das war so krass. Damals die 808-Zeit war so crazy. Und die EPs, ja. Der Typ hat echt viel auseinandergenommen in Deutschland. Auch international eigentlich, Loki. Seine Features sind so krank. Bro, Future, Lil Baby, Gunna. Wer hat denn noch? Offset. Das ist so crazy. Destroy Lonely stimmt jetzt neulich. Auch cool, dass die Aufnahmen aus der Crowd bekommen haben, Mann. Sehr, sehr cool. Das macht das Video nochmal besser. Retalk. Alter, warum hat der das? Warum hat der. Warte, achtet mal bitte. Er hier hat die Kamera so im Headglitch. Komplett. Er hat sie nicht losgelassen. Krankslied. Geistkrank. Bruder, was sagst du dazu, Bruder? Wir sind so abgegangen. Die wollen jetzt das zweite Mal. Wollen die eine Zugabe, Bro? Okay, Leute, das war's mit der Love My Life Tour. Dankeschön. Ich glaube, an jeden, der gekommen ist. Es war crazy, euch alle in echt zu sehen. Einfach mit einer JBL-Box, Bro. Kurze Traube. Was, Elias? Wir gehen hier dämlich, wir gehen hier. Hey, warum hab ich kurz gedacht, wer Elias? Dumm, Bruder. Hey, Paris Connect Germany. Paris Connect LA. LA Gang. We love it. We're like this fucking love. We're like, my boy out here. Yes, sir. Hey, Leute, holt euch das Getränk. Wer ist nochmal? Urus. Holt euch den Urus. Gang, gang. You know Urus? Urus? Say, wir trinken Urus am Monaco hier. Was? Was war das denn random? I love it. Also wir fahren jetzt zur Afterparty von Fade Wait in Berlin, machen eine Mob-Party. Mal gucken, wie es wird. Wo ist, Digga, ist Rohat eigentlich noch am Start? Diese ganze Moth-Wave check ich, by the way, auch nicht. Dorian hält Kamera, ja, sag ich dir. Was heißt Moth? Mensch ohne Freude. Hey, look, it's bully season. Digga, Bro, mit dem Shot hat gerade keiner gerechnet, oder? Seid ehrlich? Lux Maxer, welches Level? 480 auf jeden Fall. It's 2023. We're going all the way up. War ein sehr cooles Video, war ein sehr, 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 sehr cooles Video. Real Talk.